Hallo, mein Name ist Sebastian und ich heiße dich willkommen zum Mastery 2 Video, die goldene Spirale in der Videoreihe zum goldenen Schnitt. Für dieses Video benötigst du ein Geodreieck, einen Zirkel, einen Bleistift und ein paar Blatt Papier. Drücke auf Pause, ich warte so lange, bis du dir deine Sachen hergerichtet hast. Du weißt sicherlich noch, dass wir im Intro-Video über den Nautilus gesprochen haben. Der Nautilus hat eine Kalkschale. Und wenn wir uns diese Kalkschale anhand einer Skizze genauer ansehen, dann merken wir, dass hier eine Spirale in der Kalkschale vorhanden ist. Und wenn wir nun uns diese Spirale genauer ansehen, dann können wir sagen, dass die Krümmung der Spirale annähernd der Krümmung einer goldenen Spirale entspricht. Verrate dir nun ein kleines Geheimnis. Du hast in den vorhergehenden Videos schon alle Fähigkeiten gelernt, um eine goldene Spirale zu konstruieren. Darum nun meine Aufgabe an dich. Konstruiere beginnend mit einem Quadrat der Seitenlänge von a gleich 10 cm eine goldene Spirale. Drücke auf Pause und versuche es. Ich werde dir nun auch ein paar Tipps dazu geben. Tipp Nummer 1. Wenn du aus dem vorgegebenen Quadrat ein goldenes Rechteck konstruierst, dann stehen die Strecke A und die Strecke B im Verhältnis des goldenen Schnittes zueinander, genauso wie die Strecke A plus B zu A. Nun können wir uns das Rechteck, das aus der Strecke A und der Strecke B besteht, ansehen und bemerken, dass dies auch ein goldenes Rechteck ist. Und wir können dieses wieder aufteilen in ein Quadrat mit der Seitenlänge B. Und ein weiteres Rechteck mit der langen Seite B und der kurzen Seite nun C genannt, das auch wieder ein goldenes Rechteck ist. Was passiert nun, wenn ich hier ein Quadrat wieder einfüge, das auch die Seitenlänge C hat und dann weiter so vorgehe? Und nun mein zweiter Tipp. Wenn du das Quadrat mit den Seitenlängen C und C eingezeichnet hast, weißt du sicher schon, wo wir hinwollen. Achte nun darauf, wenn du die Spirale einzeichnest, dass du die richtigen Mittelpunkte für die jeweiligen Spiralabschnitte wählst. Und hast du es geschafft, eine goldene Spirale zu konstruieren? Falls ja, sollte dein Ergebnis in etwas so aussehen. Falls du es nicht geschafft hast, kannst du dir nach unserer folgenden Zusammenfassung, was wir in der Reihe zum goldenen Schnitt alles gelernt haben, mein Konstruktionsvideo der goldenen Spirale ansehen? Was hast du nun in der Videoreihe zum goldenen Schnitt gelernt? Der goldene Schnitt beschreibt das Teilungsverhältnis Phi, in dem die längere Seite zur kürzeren Seite einem Zahlenwert von ca. 1,618 entspricht. Er kann auf verschiedene Arten konstruiert werden, zum Beispiel der inneren und der äußeren Teilung. Beim goldenen Rechteck stehen die Seiten im Verhältnis des goldenen Schnitts zueinander. Und, wie jetzt in diesem Video gelernt hast, die goldene Spirale wird über goldene Rechtecke konstruiert. Das kannst du dir im anschließenden Konstruktionsvideo noch einmal genauer anschauen. Um die goldene Spirale nun zu konstruieren, beginne ich mit dem Quadrat mit der Seitenlänge a mit 10 cm. Ich habe nun schon die untere und die obere Seite verlängert, die Eckpunkte mit a, s und c beschriftet, sowie die Strecke as mittels der Streckensymmetrale geteilt, um zum Punkt M zu kommen.
Falls hier etwas unklar ist, sieh dir bitte nochmal das Basic Video 2 sowie das Mastery Video 1 an. Um jetzt die goldene Spirale zu konstruieren, muss ich zuerst einmal ein goldenes Rechteck konstruieren, wie wir im Mastery Video 1 schon gelernt haben. Hierfür nehme ich die Strecke MC in den Zirkel auf und schlage sie hier an der Verlängerung ab. Dadurch komme ich zu meinem Punkt B. Durch den Punkt B zeichne ich nun eine normale und habe somit ein goldenes Rechteck konstruiert. Und was wir hier nun erkennen ist, da wir ja wissen, dass die Strecke A und B im goldenen Schnitt zueinander stehen und wir auch hier die Strecke B und hier die Strecke A haben, da wir ja von einem Quadrat ausgegangen sind, ist dieses rechte Rechteck auch ein goldenes Rechteck. Und wenn wir nun von diesem Eckpunkt aus die Strecke nach C in den Zirkel nehmen und hier abschlagen, entsteht hier ein Quadrat mit den Seitenlängen B. Und dieses Quadrat mit den Seitenlängen B, also B und B, splittet nun dieses Rechteck wieder auf und auch das untere Rechteck mit der langen Seite B und der kurzen Seite, die wir C nennen, ist auch ein goldenes Rechteck. Und für die Konstruktion der goldenen Spirale teilen wir das untere goldene Rechteck nun wieder auf in ein Quadrat, diesmal mit der Seitenlänge C. Und einem kleineren Rechteck, wobei ich diese Seite jetzt nicht mehr benenne, auch dieses kleinere Rechteck ist wieder ein goldenes Rechteck. Und dieses Rechteck teilen wir nun wieder auf in ein Quadrat. Und ein Rechteck. Und so könnten wir eigentlich endlos fortsetzen. Aber keine Angst, wir teilen nur noch dieses Rechteck noch einmal auf. Und danach können wir schon damit beginnen, die Spirale einzuzeichnen. Hierbei ist es wichtig, darauf zu achten, dass man für das Zeichnen der Spirale immer den richtigen Mittelpunkt wählt. So. Und wie ihr seht, ist es dabei immer nötig, einfach nur die Länge der entsprechenden Quadratseite in den Zirkel zu nehmen und den Viertelkreis zu zeichnen. Und schon haben wir eine goldene Spirale konstruiert.